Schlumpf, ja? Ja, ist gut, Schlaubi. Ich komme. Oh. Herzlichen Dank, Clancy. Dich werde ich ganz bestimmt wieder bitten, wenn ich nochmal einen Schlumpf brauche. Ja, Steve, würdest du mir mal einen Anschlumpf geben? Na klar, Porti. Ach, du liebe Zeit. Torti, ist alles in Ordnung? Er ist in Ordnung, aber unsere Schaukel ist hin. Was ich ein zu altes Seil. Ich denke eher ein zu schwerer Schlumpf. Ich komme, Schlümpfe! Achtung! Oh, wie grässlich. Ich sehe ja ganz furchtbar aus. Oh, weh. Das ganze Wasser ist weg. Sollen wir im Matsch schwimmen? Ich liebe Matsch. Er ist so glibberig. Oh, hallo Fliege. Willst du ein Schlammbad? Torti, du bist einfach zu schwer für unsere Verhältnisse. Aber das war doch nur ein Versehen. Ich habe... Du brauchst sofort eine Diät, Torti. Ja! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Was ist denn los, Torti? Papa Schlumpf, die anderen Schlümpfe sagen, ich bin zu schwer. Na, nun setz dich erst mal hin, Torti, und erzähl mir alles. Hast du es gesehen, Papa Schlumpf? Er ist zu schwer. Er hat unsere Schaukel geknackt. Und unseren Swimmingpool ruiniert. Entschuldigt, Schlümpfe, aber Torti und ich müssen mal von Mann zu Mann miteinander reden. Setz ihn mal lieber auf Diät. Tja, die Waage lügt nicht, Torti. Du bist nun mal zu schwer. So ein kleines bisschen Schlumpf doch gar nicht, Papa Schlumpf. Nein, Torti, sich überfressen ist ganz ungesund. Aber... Kein Aber. Ab morgen beginnst du eine kontrollierte Diät und dazu machst du Leibesübungen. All deine Torten, Kekse, Schlumpfbierkuchen und Cremeschnitten werden beschlagnahmt. Ja, Papa Schlumpf. Ich werde wirklich auf das Schönste im Leben verzichten. Du, Torti? Ja. Diät? Wer braucht denn eine Diät? Oh. Auf geht's, Torti! Zeit zum Aufstehen und zum Schlumpfen! Na los, komm, Torti, du weißt doch, Morgenstund hat Gold im Mund. Und ein kleines Frühstück. Oh. Was glaubst du eigentlich? Papa Schlumpf ernannte mich zu deinem Diätwächter und dies hier ist sowieso alles verboten. Hier, Torti, dein Frühstück. Die allerbeste Diät ist ein Kuchen. Das war eins. Kann ich jetzt aufhören, Hefti? Das war eins? Jawohl, das war eins. Mach sofort weiter. Papa Schlumpf ernannte mich zu deinem Leibesübungstrainer. Und ich werde doch jetzt... Und wenn ich dabei draufgehe... Was gibt's zu essen, Schnuffi? Ich verhungere. Spinat, Saft, Salat, Blätter, Haferflocken. Klingt lecker. Nicht übel. Was gibt's zum Nachtisch? Spinat, Saft, Salat, Blätter, Haferflocken. Oh. Und nun der Nachtisch. Oh nein, meine Kuchen sind weg. Meine Kekse sind weg. Meine Torten sind weg. Was soll ich denn bloß tun? Kommt nicht in Frage, dass dieser Schlumpf Feindes herkriegt. Was du heute essen kannst, das verschiebe nicht auf morgen. Gute Ernte, meine kleinen Schlümpfe. Merkwürdig, das Lagerhaus ist leerer, als ich dachte. Morgen, Papa Schlumpf. Guten Morgen, Torti. Wie geht's mit deiner Diät voran? Oh, die läuft prima, Papa Schlumpf. Einfach prima. Halt deine kleinen Pelzohren steif und deine trüben Augen offen, Azrael. Aha, Schlumpfbeeren. Ach,
Macht Spaß zu ernten, wenn man in guter Form ist, was, Torti? Ja, Spaß. Papa Schlumpf pflegt zu sagen, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper ist sehr wichtig, weil... Hörst du, Asael? Das klingt nach Schlümpfen. Geh runter von mir, Torti. Du wiegst eine Tonne. Au, ich würde sagen 2 Tonnen. Du hast nicht ein bisschen abgenommen, Torti. Naja, ich hab ein bisschen getrickst. Oh, Torti. Du bekommst Schwierigkeiten, Torti. Wenn Papa Schlumpf davon hört, könnte er sich entschließen und... Haha, ihr widerlichen verdorbenen Schlümpfe, diesmal entkommt ihr mir nicht. Lauft um euer Leben! Torti, ein bisschen schneller musst du schon. Ich versuch's ja doch. Naja, ein Schlumpf ist immerhin besser als keiner. Was, Asael? Torti war einfach zu langsam. Und so hat ihn Gargamel glatt erwischt. Und wie habe ich gearbeitet, damit er in Form kommt? Und ich dachte, die Diät würde besser anschlagen. Ich fürchte, Torti hat uns alle zum Narren gehalten. Oh, Papa Schlumpf, was machen wir denn jetzt? Natürlich Torti befreien. Aber dafür werde ich ein paar Dinge aus meinem Labor brauchen. Oh, dieser lausige Baumstamm. Ich hätte ein Dutzend haben können, anstatt nur dieses einen winzigen Leckerbissens. Vielleicht könnte ich diesen kleinen, gefräßigen Schlumpf in eine volle Mahlzeit verwandeln, wenn ich ihn mit Süßigkeiten vollstopfe. Da! Jeder zum Tode Verurteilte hat schließlich ein Recht auf eine letzte Mahlzeit. Ich hoffe nur, dass ich in der Lage bin, diese Sachen zu verdrücken, bevor Papa Schlumpf kommt, um mich zu befreien. Schlumpfig. Gut, die Mastkur hat sich anscheinend gelohnt. Und jetzt bin ich mit Essen an der Reihe. Njam, njam. Papa Schlumpf! Es ist so merkwürdig still da unten. Ja, zu still. Oh nein, ihr glaubt doch nicht etwa, Torti wäre schon... Leise jetzt. Hey, niemand hier. Ich rieche allerlei. Karotten, Steckrüben, Senfkörner. Riecht wie Eintopf, gar nicht so übel. Da entlang. Eintopf? Oh, mein armer, armer Torti. Schnell, wir haben keine Minute zu verlieren. Immer deiner Nase nach, Schnuffi. Gleich ist es soweit, Asael. Und nun unsere kleine Fleischeinlage. Hilfe! Hilfe! Papa Schlumpf! Halt's Maul, du kleiner Schlumpf. Es gibt niemand weit und breit, der dich noch retten könnte. Oh, wir kommen wirklich im letzten Augenblick. Torti steckt wirklich im heißen Wasser. So, jetzt werden wir mal vorübergehend Gargamels Essgewohnheiten verändern. Nicht geht über gekochten Schlumpf. Oh, Karotten. Oh, wie ich Karotten liebe und Kartoffeln und Steckrüben. Sie sind gieriger als je zuvor, aber nur nach Gemüse. Dann schlumpfen wir es doch endlich. Ja, und weg da, du verfressener Kater, das sind meine Karotten. Bin ich froh, euch Schlümpfe endlich zu sehen. Gib das sofort her, du Katzenvieh. Das ist meine letzte Karotte. Hey, meine kleinen Schlümpfe, beeilt euch. Der Zauber, den ich Gargamel verpasst habe, hält nicht lange vor. Lass los, Asael, oder ich verwandle dich in einen Bettvorleger. Nanu, wieso esse ich denn plötzlich Gemüse? Pfui Teufel! Au, Backe, der Zauber war noch kürzer, als ich dachte. Was ich jetzt brauche, ist dieser gut durchwachsene Schlumpf. Wo ist denn dieser Schlumpf hin? Er ist weg. Wir müssen ihn wiederhaben, Asrael. Ich sterbe sonst vor Hunger. Schau, Asrael. Viele Schlümpfe. Dieser ekelhafte alte Gargamel will uns fangen, Ui! Papa Schlumpf, ich hab ne Idee! Welche? Mach das Seil ab! Nanu, wo sind die denn hingelaufen? Aha! Jetzt haben wir sie!
Diesmal werdet ihr mir nicht entkommen, ihr verlotterten Schlümpfe. Du könntest mich nicht mal fangen, wenn ich schlafen würde, Gargamel, du verkommener, alter, blöder Zauberer. Das kann ich nicht. Ich kann das nicht. Na, dann pass mal auf. Oh nein! Du verkommener, widerlicher, blöder Kater, ich werde dich eines Tages werden. Eines Tages, Azrael, eines Tages werde ich sie kriegen, diese Schlümpfe. Es war eine gute Ernte, meine kleinen Schlümpfe. Unsere Körbe sind noch nie so schwer gewesen. Und ich habe mich noch niemals so leicht gefühlt und so gut. Und du vermisst wirklich nicht alle diese Kuchen, Torten, Kekse und Leckereien, Torti? Das würde ich nicht gerade sagen, aber ich vermisse vor allem nicht, so schwer zu sein. Hier ist ein Geschenk für dich, Torti. Oh, das ist ja ein wirklich zu reizendes Geschenk. Schlumpfbeeren-Sahnetorte. Tja, danke und auch wieder nicht. Ich habe meine Lektion geschlumpft. Ach, seht doch mal, da hinten fliegt da nicht der Schlumpfvogel des Glücks? Keine Spur davon. Ich sehe nur eine Fliege. Oh.